Teamkleidung für Firmen und Vereine, die gibt es bei Münz und Montabaur bereits seit Jahren. Kein Wunder, dass mancher auch auf die Idee kommt, dort für sich privat einkaufen zu wollen. Diesem Interesse hat das Unternehmen nun Rechnung getragen. Der neue Münz-Shop wurde am Samstag eröffnet. Eigentlich ist Münz Teamkleidung ja als Fachmann für den Wachmann bekannt. Nun bekommt der Ausstatter von Firmen-, Vereins- und Gruppenbekleidung aber eine neue Komponente. Zwar bestückte man in der Vergangenheit nicht ausschließlich Wach- und Sicherheitsdienste, sondern auch jegliche Unternehmen. Nun kann im neuen Münz-Shop aber auch der Otto-Normalverbraucher etwas zum Anziehen finden. Wir haben hier schon immer so einen kleinen Showroom gehabt, aber der war eigentlich nicht für Privatleute. Und jetzt haben wir uns komplett geöffnet, haben den umgebaut, erweitert, modernisiert. Und jetzt freuen wir uns auch, dass wir hier Privatleute begrüßen können. Kleidung und Zubehör für Firmen, Wach- und Sicherheitsdienste auf der einen und Hemden, Hosen, Anzüge und Poloshirts auf der anderen Seite. Businessman und Privatmann kommen beide auf ihre Kosten. Neben Fertigung, Veredelung und Lager nun also auch ein Shop in Montabaur. Münz Teamkleidung, wir machen Teamkleidung und das ist auch nach wie vor unser Hauptaugenmerk. Aber der Privatmann kann sich hier ein Hemd holen oder mal einen Anzug kaufen. Und das im Baukastenprinzip, also wenn zum Beispiel ein Sakko eine andere Größe hat wie eine Hose, ist bei uns kein Problem. Aber wir wollen auch, dass der Kunde, wenn er kommt, sieht, für meinen Verein ist vielleicht auch noch was da, für den Gesangsverein oder für was weiß ich für einen Verein, wo die einfach sagen, wir haben die Vereinsbekleidung oder die Firma, wo ich arbeite, ist interessant, dass man hier einfach weiß, was Münz überhaupt macht. Münz hat aber mehr auf Lager als nur Kleidung. Der Firmengruppe zugehörig ist Münz Sportkonzept. Sportgeräte wie Laufbänder oder Rudergeräte gehören hier ebenso zum Angebot wie regelmäßige Sportevents. Etabliert hat sich da der Münz Firmenlauf, der in diesem Sommer unter geänderten Vorzeichen stattfinden wird. Durch die Buga haben wir halt wieder das Problem, dass wir wieder am Platz ändern müssen. Also wir sind nicht wie vor 2 Jahren am Schloss oder wie letztes Jahr am Weindorf, sondern dieses Jahr sind wir gewechselt nach Oberwerth an die Rheinwiesen vor dem Sportbund Rheinland und ein super Gelände, also total klasse. Wir haben auch da Platz, aber bedeutet für uns neue Strecke und alles neu organisieren. Am 25. Juni ist es dann soweit. Dann geht der Münz-Firmenlauf in die nächste Runde.